Hallo Leute, bevor die Folge anfängt, möchte ich erwähnt haben, dass ich vergessen habe, den Bau der Brücke aufzunehmen. Deswegen dachte ich erst, dass ich aufgenommen habe, aber stimmte nicht. Deswegen bitte ignoriert, wenn ich sage, dass jetzt eine Timelapse kommt. Und genau, also ne, viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von Minecraft Dead Staffel 4. Ja, heute haben wir endlich meine Premiere, und zwar Bella hat endlich Dias gefunden. Also wir haben erst endlich mit Dias gefunden. Dank Bellas Hilfe. Nochmal groß geht raus. Nur. Weil jetzt können wir uns endlich mal so ein Enchantment Table bauen. Weil Verzauber, wir müssen echt uns was verzaubern. Genau. Also ich baue jetzt fix ein Enchantment Table. Dann müssten wir gleich mal kurz im Verlauf der Zeit kurz mal zwei Obsidian farmen und können wir uns dann auch ein Netherportal holen. So, warte, wo sind Bücher? Ach, hier sind Bücher. Zwei Stück. Hä? Hallo? Genau, also endlich haben wir Verzauberungen. Alter Schwede. Und genau jetzt habe ich angerufen von einer Freundin. Wollt ihr mich alle verarschen? Warte mal, wo kann man noch mal das? Ach hier. Ja, das Texture Pack ist ja gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, weil manche Sachen echt komisch aussehen. Genau. Bis Stufe 24 können wir uns das verbessern hier. Ich würde sagen, wir bauen ein paar Bücherregale. Deswegen, Bella, müsstest du gleich mal kurz dein Bett da wegpacken, weil wir Bücherregale hinzufügen. Huch. Wir brauchen Papier. Man kein Papier mehr oder was? Bücher? Hold a second. Egal, ich würde sagen, wir verbessern erstmal unsere Rüstung. Achso, hier. Bella, falls du Lapis brauchst, wegen Verzauberung, gönn dir. Wobei, eigentlich könnten wir uns da. Brauchen wir gar nicht die Eisenlache enchanten, weil wir haben jetzt Dias, ne? Also, ich würde mir dann einfach kurz. Sagen wir. 8 rausnehmen, wegen Sachen, wegen Materialien. Also, wegen Schwert, Axt und Spitzhacke. Genau. Stöcker bräuchten wir jetzt kurz. Weil jetzt können wir auch vernünftig hier farmen alles. So, hier Spitzhacke, Axt und Schwert. Geil. Endlich. Danke, 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 Bella. Ja, gut. Genau, jetzt enchanten wir unsere Sachen einfach. Verbrennung 1, Haltbarkeit 1 und. Verbrennung klingt schon sehr gut. Achso. Eine Axt wäre ja gut. Haltbarkeit 3 wäre gut. Oh. Haltbarkeit 3 klingt sehr gut. Ja, das machen wir auch. Oh! Geil! Bella, ich muss was geben, weil du bist ja immer am Farmen, ne? Weil, guck mal hier, was hier drauf ist. Auf der Spitzhacke. Das könnte dir sehr gefallen beim Farmen. Oh yeah, Mr. Krabs. Haltbarkeit 3, Effizienz 2 und Glück 2, glaube ich, war es gewesen. Von daher, ja. Das klingt schon mal richtig gut. So. Ui. Effizienz 3 klingt gut. Schutz 1 reicht vollkommen aus für eine Eisenrüstung eigentlich, weil. Schutz 1, ja, alles machen wir. Schutz 1, machen wir. Und nochmal, oder was? Nochmal, machen wir. Kick mal eine an. Also, wir haben zwar nur eine Effizienz 3 Spitzhacke, aber wir haben was, ne? Bella, hast du das Gold liegen lassen hier? Weil das bräuchte ich jetzt eigentlich für die Eisenbahn.
Auch schon, oder zum Vorfarmen schon mal. Also zum Vorbau, also zum. Genau, also zum. Ne, zum Schienenbau. Also gut. Gut, jetzt haben wir schon mal 64 normale Schienen plus. Also so langsam können wir auch den Bau beginnen. Weiter müssen wir die Brücke bauen und dann können wir erst alles verlegen. Ja. 15 Goldbahn. Jawohl. Ne, warte mal. Brauchen wir für. Doch, brauchen Redstone dafür. Oder? Ja, 12 Stück. Schmeckt. Gut, den Rest können wir da reinpacken. Das Holz brauchen wir erstmal überhaupt nicht. Deswegen würde sagen, wir machen auch die Strecke aus Stein. Weil Stein auch besser aussieht. No. Machen wir aus Cobblestone? Doch, also wir haben so viel Cobblestone, dass wir da einfach erstmal keine Angst haben brauchen. Weil es bei zum Beispiel beim Mahlenstein oder wie beim Ziegelstein bräuchten wir 20 Jahre, um es zu schmelzen, alles. Deswegen machen wir einfach Cobblestone und dann Löpterlachs. Genau. Machen wir. Also ich bin selbst zufrieden auf jeden Fall mit den Verzauberungen. Auf der Spitzhacke Effizienz 3, auf der Axt Haltbarkeit 3 und auf dem Diamantenschwert Verbreitung 1 ist schon mal ein Anfang, ne? genau. Wir wollten das dann nämlich hier bauen. Auf Höhe 65, genau. Es ist die Frage, wie machen wir überhaupt, wie machen die Schienenstrecke überhaupt? Ich würde sagen, so ein, sagen wir mal, Andesit-Strich, also ein einmal 200, sagen wir mal, so ein Strich halt geradeaus. Und jeden zweiten Block ein Fichtenholz-Slab. Damit, wobei eigentlich jeden Block, also jeden zweiten, also jeden ersten Block, also einbauen, ein freilassen und wieder einbauen, also ein hinbauen. Nicht bauen wegen Joint, also wegen ein Slab hinbauen, ein freilassen und wieder ein hinbauen. Wird zwar ordentlich Holz kosten, aber lieber es schick haben, als dass wir am Ende sagen, oder Scheiße, genau. Also lieber halt das schön bauen anstatt und also schön bauen und Ressourcen, also ein bisschen Ressourcen kräftiger, also es halt ein bisschen mehr Ressourcen kostet, aber dafür halt dann am Ende nicht sagen zu können, Mann, sieht echt scheiße aus. Deswegen, genau. Ich habe echt einen trockenen Mund. Verdammt. Dann machen wir 3 hoch einfach. Ich würde sagen, machen wir auch 3 hoch, oder? Nee, machen. Nee, lieber nicht, sonst. Wir sind beim Sauengebiet alles zu. Wie soll ich sagen? Alles zu. Zu steil, also zu hoch. Weil wir am besten eigentlich eine Höhe halten. Ich glaube, 66 wäre auch ein bisschen zu hoch. Aber wir müssen dann über den Fluss bauen hier. Das heißt, da müssen wir höher bauen. Sonst kommen wir mit dem Boot theoretisch nicht durch. Genau. Das machen wir jetzt. Oh, das wird sehr groß. Aber lieber haben als nicht haben. Das wird jetzt echt scheiße lange dauern. Und ich finde es geil, wie geil auch Minecraft läuft. Das war ironisch gemeint. War ja wirklich, Bella, musst du dir vorstellen, gerade Bella. Ich baue einen Block hin. Er spawnt nicht. Aber er hat schon mal eine Hitbox. Und nach 3-4 Sekunden spawnt der Block erst. Wisst ihr, weißt du, wie ich meine? Oh man. Ah, das ist wirklich unbeschreiblich beschissen gerade. Naja, egal. Dann müssen wir durch jetzt. So. Ich sage, machen wir jetzt hier den ersten richtigen Pfeiler hin.
Die machen wir auch, glaube ich, machen wir zwei breit, soll ich sagen. Zwei breit. Dum, 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 dum. Hä? Verarschen? Oh. Ah, Junge, es ist wirklich unbesch... Ah, Junge, 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 Junge. Genau. Dann brauchen wir jetzt hier eigentlich Stein-Slabs. Deswegen machen wir mal kurz ein Workbench. Wir haben kein Holz mitgenommen. Ich könnte... Ach. Also Planung ist für damit groß geschrieben. Ja. Naja, egal. So. So. Perfekt. Ach, diese scheiß Blumen mal. Mensch. Genau, also ich muss müssen unbedingt hier ausleuchten. Sonst welche Polen offen. Also wegen den ganzen Mobs. So. Perfekt. Moment kurz. So Leute, wir sind auf jeden Fall schon mal ordentlich weit gekommen auf jeden Fall. Also wir haben diese ganze Strecke schon mal gebaut. Ich denke mal, es sind so circa 100 Meter, also 100 Blöcke weit. Aber ihr habt echt verdammt viel Cobblestone geschluckt. Besonders diese Pfeiler. Der zum Beispiel geht extrem weit runter. Also, nu. Aber wir müssen auf jeden Fall noch bestimmt das 4- oder 5-fache davon bauen. Aber das machen wir alles in den nächsten Folgen. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like da. Und ja, habt auch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao.